Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute wollen wir uns mal mit Relationen in Java beschäftigen. Also wir hatten ja jetzt die Objekttypen schon nach Java portiert. Jetzt müssten wir ja noch die Relationen nach Java portieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da schauen wir uns heute mal eine an. Nochmal zur Orientierung. Wir hatten ja gesagt, in so einem Objekttyp, da kann ich jetzt Attribute definieren mit Name und Typ jeweils. Die Typen sind dann die primitiven Typen. Also unsere Ganzzahl, Fließkommazahl, Zeichenkette, logischer Wert, ein Datum, Binärdaten und so Zeug. Dann hatten wir die Relationstypen, um jetzt quasi die Abhängigkeiten zwischen den Objekten, die wir dann später von diesen Typen ableiten, klarzumachen. Das heißt also, wir haben Relationstypen und da haben wir ja gesehen, die haben eine Richtung und Kardinalitäten. Ne? Bei der Kardinalität gibt es an, wie viele von dem jeweils anderen Typ mit dem einen Typ, einem Objekt dann später in Relation stehen können. Da gab es ja mehrere, da gab es genau einer, da gab es einer oder keiner, da gab es beliebig viele, also keiner bis unendlich, und dann gab es eben beliebige, aber mindestens einer, und die beiden Spezialfälle Aggregation und Komposition. Jetzt schauen wir uns mal ein Beispiel an. Also das wäre jetzt mal so eine MCAT-Struktur, also mechanisches CAD-System. Hier oben ist ein Spielzeugauto. Ja, das ist jetzt mal unser Hauptprodukt. Da habe ich jetzt mal hier so ein Chassis. Dann gibt es hier jeweils eine Achse. Dann gibt es eine Steckachse vorne, eine Steckachse hinten. Und dann gibt es vier Räder. Und wenn wir da drauf schauen, dann sieht es ja so aus, als ob quasi an jedem von diesen Elementen irgendwie Geometrie dran hängt. Wenn wir da mal reinschauen, sieht es natürlich so aus, dass an diesem Auto jetzt nicht zwei verschiedene Achsen, so wie es hier in dieser Baumdarstellung da ist, dran ist, sondern da hängt ja die gleiche Achse zweimal dran. Ne? Einmal als Vorderachse, einmal als Hinterachse. Zumindest bei einem Spielzeugauto ist es so. Ja, da hängt dann hier einmal die Hütte dran und hier eben zweimal die Achse. Ja, das gleiche gilt in der Achse. Ne? Wir haben also hier zweimal das Rad und einmal die Steckachse ergeben die Achse. Ne? Macht zusammen zwei Räder an zwei Achsen, macht vier Räder für das Auto. Ne? Vorne links, hinten links, vorne rechts, hinten rechts. Die vier Räder. Ne? Jeweils an der Vorderachse und an der Hinterachse montiert, ergeben die jetzt hier unsere Struktur. So, jetzt wollen wir uns mal ein Datenmodell dazu anschauen. Datenmodell könnte ja jetzt so aussehen. Ne? Ich habe einfach einen Teil, ein Bauteil und eine Baugruppe. Da hängt jetzt als Attribut dran so eine Sachnummer, dann eine Bezeichnung, eine Beschreibung. Dann kann man hier irgendwie verschiedene Gewichte eintragen, zum Beispiel. So, werfen wir mal einen Blick auf ein mögliches Datenmodell. Ich habe hier mal zwei Objekttypen eingeführt. Einmal für das Bauteil bzw. eine Baugruppe, das Item. Und dann für das CAD-Dokument, CAD-Document. Schauen wir uns mal kurz die Attribute an. Also so ein Teil kann eine Sachnummer haben, eine Bezeichnung, eine Beschreibung. Und dann habe ich hier noch so ein paar Gewichte vorgesehen. Also das geschätzte Gewicht, dann das errechnete Gewicht und später gibt es ja noch ein gewogenes Gewicht, dann kann man die ja hier feinsäuberlich hinterlegen. Gut, dann muss es natürlich eine Relation geben. Ich habe die jetzt mal verbaut genannt, also ein Teil verbaut. Schauen wir mal auf die Kardinalitäten. 0 bis n andere Teile. Klar, wenn es ein Einzelteil ist, dann verbaut es gar nichts. Ne? Eine Schraube verbaut nichts. Und wenn es irgendwie unser Auto von eben ist, dann verbaut es halt zwei Achsen und eine Haube. Gut, umgekehrt kann es natürlich auch sein, wenn man hier rückwärts schaut, ja, dass so ein Teil in mehreren anderen Teilen Baugruppen verbaut ist. Ja. Kann ja sein, wenn nehmen wir wieder das Beispiel von dem Rad. Das Rad ist in zwei verschiedenen Autos verbaut. Ja, das wäre durchaus möglich. So, schauen wir die andere Seite an. Also hier habe ich jetzt mal das CAD-Dokument stark vereinfacht. Das hat hier nur ein Erzeugerdatum, einen ursprünglichen Dateinamen, dann den eigentlichen Inhalt als Byte-Array. Und hier nochmal so eine Transformation, wie im Prinzip dieses CAD-Dokument in dem Teil verbaut ist. Ja, und dann sagen wir, okay, wir haben hier eine Relation beschrieben durch. Ja, und jetzt schauen wir uns die Kardinalitäten an. Also so ein Item selbst kann beschrieben sein durch 0 bis n CAD-Dokumente. Also wenn es irgendwie so ein großes
Produkt ist, wo ganz viele Einzelteile drin sind, dann braucht es ja kein eigenes CAD-Dokument mehr. Ja, es können aber auch mehrere sein. Ne? Also irgendein Teil ist beschrieben durch mehrere CAD-Dokumente, weil da irgendwie noch ein Baugruppendokument dabei ist oder sonst was. In der anderen Richtung ist es so, dass wir sagen, okay, also die CAD-Dokumente machen für uns ja nur Sinn, wenn sie mindestens ein Item beschreiben. Also haben wir hier eine 1 bis N Beziehung. Ja? Das heißt also, jedes CAD-Dokument hat mindestens ein Item. Ja? Kann auch mehrere haben. Also wenn Sie sich zum Beispiel so ein CAD-Dokument von einer Normschraube vorstellen, dann haben Sie, sagen wir mal, im Unternehmen 10 Normschrauben festgelegt. Die sind ja alle mit dem gleichen CAD-Dokument beschrieben. Ne? Sind halt verschiedene Ausprägungen von diesem CAD-Dokument. In der Realität sind es aber ganz völlig verschiedene Teile. Ne? Also kriegen die auch eine eigene Sachnummer und werden auch einzeln verwaltet. So, das heißt also hier, eine Baugruppe kann mehrere Unterbaugruppen enthalten, ein Bauteil kann mehrfach verbaut werden. Das sagen uns die beiden Kardinalitäten hier. Und umgekehrt sagen uns diese beiden Kardinalitäten, ein Bauteil, eine Baugruppe kann durch mehrere CAD-Dokumente beschrieben werden. Ein CAD-Dokument beschreibt mindestens ein Bauteil, eine Baugruppe oder mehrere, ne? 1 bis N. Ja. Das heißt also, macht ja keinen Sinn, CAD-Dokumente zu verwalten, die keine Baugruppe beschreiben. So, jetzt stellen wir mal fest, dass uns hier zwischen noch ein bisschen Information fehlt, ne? Nämlich die Lageinformation. Wir haben es eben schon gesagt, das gibt ja eine Vorder- und eine Hinterachse, die liegen ja an verschiedenen Stellen. Ja, im CAD macht man das normalerweise, indem man zum Beispiel sagt, diese beiden Flächen liegen aufeinander, ja, und dann ergibt sich daraus eine Transformation. Ja. Und diese Transformation, die müssen wir natürlich irgendwo hinlegen. Ja, bei unserer Art der Datenmodellierung haben wir jetzt aber gar keine Möglichkeit, an so einer Relation noch Daten abzulegen. Also müssen wir das Datenmodell ein bisschen verändern. Ich habe das jetzt mal verändert. Ich habe hier noch einen Objekttyp eingeführt, nämlich die Item Instance. Ja, im Prinzip könnte man sagen, auf Deutsch eine Verbauung. Ja, und die macht natürlich nur Sinn. Ja, deshalb hier die Aggregation, wenn sie innerhalb eines Items ist. Ne? Also hier, das könnte jetzt Verbauung sein. Ne? Dann haben wir hier eine Instanz von dem Auto, dann haben wir eine Instanz von Item Instance, Vorderachse und einmal Hinterachse und beide zeigen dann auf den Objekttyp von der Achse. Ne? Daraus ergeben sich dann auch entsprechend die beiden Relationen. Einmal das enthält, ne? Dann kann ich hier die Transformation angeben, an welcher Stelle es enthalten ist und die Relation repräsentiert. Ja, da gebe ich also an, welches Teil repräsentiert wird. Na, logischerweise ergeben sich dann folgende Kardinalitäten. Hier hatten wir eben schon gesagt, so ein Bauteil kann mehrere andere Bauteile enthalten, also muss es auch mehrere Verbauungen enthalten können. Aber eine Verbauung repräsentiert eben genau ein anderes Teil, nämlich das, was an der Stelle, was hier in der Transformation angegeben ist, verbaut ist. Gut. Ja, das ist ja das, was wir im Prinzip eben schon hatten. Eine Baugruppe kann mehrere Teile enthalten, also muss jetzt eine Baugruppe mehrere Verbauungen enthalten können. Ja, und eine Verbauung repräsentiert immer ein anderes Bauteil. Das ergibt sich hier aus dieser 1. Umgekehrt, klar, kann jetzt ein Bauteil mehrfach verbaut sein. Ne? Das haben wir eben schon gesehen. Unser Rad ist ja auch mehrfach verbaut in der Achse. Ne? Zweimal, einmal links, einmal rechts. Das muss also weiterhin gehen. Hier unten ändert sich dann nichts. Ne? Das bleibt hier einfach ganz normal dran hängen mit dem CAD-Dokument. Auch die Relationen bleiben gleich. Alles wie gehabt. Bevor wir das Ganze jetzt nach Java übertragen, würde ich gerne diese Item Instance, wenn wir sie jetzt eh schon mal haben, um da Informationen dran zu hängen, erweitern. Und zwar um einen Instance-Namen. Name, also den Namen der Instance. Da kann man zum Beispiel da reinschreiben, Vorderachse für die Vorderachse und Hinterachse für die Hinterachse. Das wäre eine Information, die ja nur für die Verbauung ist. Ne? Bei unserem Spielzeugauto wird ja aus der Achse eine Vorderachse, wenn man sie vorne einbaut. Ne? Und aus der Achse wird eine Hinterachse, wenn man sie hinten einbaut. Das könnte man dann hier noch vermerken. Dann hätten wir es vollständig und dann würden wir es jetzt so mal nach Java übertragen. So, dazu öffnen Sie Eclipse, erzeugen ein neues Java-Projekt. Das nennen wir jetzt mal Product und das legen wir an. Achten Sie darauf, dass es ein Java-Projekt ist, ne? Also dass hier diese Runtime mit eingebunden ist und es diesen Source-Folder gibt. So, dann schauen wir mal, ich habe die mal hier rein geblendet, was wir hier haben. Also fangen wir mal mit dem Objekttyp Item an.
Der hat ja hier dieses Attribut Partner, mal fangen wir mit dem einfach mal an. Also aus so einem Objekttyp wird eine Klasse. Die nennen wir am besten auch Item. So, jetzt habe ich hier die Main mit rein generiert. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Nehmen wir sie mal wieder raus. Gut, also das ist unsere Klasse. Und jetzt steht hier Public String Part Number. So, das ist hier, sehen wir, Public, von außen sichtbar. Das Ding heißt Part Number und ist eine Zeichenkette. So, wenn man jetzt der Logik von so einer Sachnummer folgt, müssten wir sagen, okay, jedes Teil braucht eine Sachnummer. Da müssten wir sie jetzt irgendwie erzwingen, dass unsere Teile eine Sachnummer haben und dass die auch noch gültig ist. Naja, fangen wir erstmal an mit dem Erzwingen. Also, jetzt könnten wir ja einfach so ein Item anlegen. Wir können aber auch sagen, nee, wir wollen, dass es nur bestimmte Konstruktoren gibt, mit denen man Items anlegen kann. Ja, so ein Public Item wäre jetzt ein Konstruktor und dem geben wir jetzt mal als Parameter so eine Part Number mit. Jo, das heißt, wenn es diesen Konstruktor jetzt gibt, den hier, heißt es, man kann diese Items nur noch über diesen Konstruktor erzeugen und da muss man zwingend als Parameter eine Part Number übergeben. Ja, und hier drin müssten wir jetzt einfach nichts anderes machen als Part Number ist gleich Part Number. Und dann haben wir eigentlich schon erzwungen, dass das Teil jetzt eine Part Number haben muss. Gut. Das Problem ist natürlich, jetzt kann uns von außen jemand hier eine ungültige Part Number reingeben. Ja, also ist ja public. Kann also die Part Number zum Beispiel auf Null setzen. Dann wäre ja keine da. Ne, das wäre nicht gut. Also wäre es ja schön, wenn wir eine Möglichkeit hätten, zu prüfen, ob die Part Number gültig ist, wenn wir sie setzen. Ja, dazu gibt es eine Konvention, die heißt Getter und Setter. Dann klicken Sie mal rechts auf Source und dann hier auf Generate Getters and Setters. So, jetzt sehen wir hier einen Haufen Einträge, je nachdem wie viel wir haben. Also wir haben jetzt nur die Part Number und sagen, okay, wir wollen jetzt einen Getter und einen Setter dafür generieren. Die sehen so aus. Drücken wir mal auf OK. Dann sehen wir auch gleich, wie die nachher hier in Java aussehen. Sehen Sie hier, da ist jetzt das GetPartNumber, gibt die PartNumber zurück, ne, hat als Rückgabetyp einen String und die SetPartNumber, Rückgabetyp ist Void, bekommt als Parameter eine PartNumber. So. Und jetzt könnte man natürlich hier statt dieser direkten Zuweisung SetPartNumber aufrufen. Und dann ist eigentlich sichergestellt, dass wenn so eine Partnummer gesetzt wird, sie immer über SetPartNumber gesetzt wird. Und dann können wir sie eigentlich auch wieder verstecken. Ne? Das heißt, jemand, der jetzt von außen die Partnummer setzen möchte, der soll mit GetPartNumber und SetPartNumber arbeiten. So, und hier könnten wir jetzt unsere Prüfung einbauen. Also wir könnten jetzt sagen, also if PartNumber gleich null, ne? Was ist denn dann? Das ist ungültig. Also, throw new exception Sachnummer muss gesetzt werden, Schrägstrich darf nicht null sein. So, ne? Das würde jetzt also zur Laufzeit, wäre das ja eine fehlerhafte Eingabe. Also irgendjemand hat eine Partnummer eingegeben und übergibt uns hier ein Null und dann kriegt er einfach eine Exception zurück. Das ist natürlich so jetzt noch nicht erlaubt. Ja, wir brauchen jetzt noch hier dieses Throws Declaration. Also hier, da wird nochmal gesagt, dass dieser Konstruktor jetzt diese Exception werfen kann. Gut, das was jetzt auch noch sein kann, also wenn das Ding jetzt nicht Null ist, dann kann es immer noch sein, dass es leer ist. Ja, und das würde uns auch nicht gefallen. Und dann werfen wir natürlich auch eine Exception. Dann werfen wir die Exception Sachnummer. Darf nicht leer sein. Ja, darf nicht leer sein. So. Jetzt kann man also von außen diese Sachnummer setzen und auslesen. Und jedes Mal, wenn wir sie setzen, überprüfen wir, dass die auch tatsächlich richtig ist.
Gut, das kann man natürlich auch. Ja, da fehlt jetzt das Throws Declaration. Klar, wenn ich die SetPartNumber aufrufe, die Exceptions werfen kann, dann muss mein Konstruktor, der die aufruft, natürlich auch Exceptions werfen. Gut, jetzt können wir einfach mal hier die anderen eben noch anlegen. Also wir hatten gesagt, Private String Nomenclature. Private String Description. Dann haben wir noch Private Int Estimated Weight. Ja. Schreibt man so. Und dann haben wir noch das gewogene Gewicht und das berechnete Gewicht, also Calculated Weight und Weighted Weight. Gut. Auch hier gilt wieder, wenn wir irgendwas einführen, was wir nicht, setzen wir das erstmal auf irgendeinen Wert. So, bei der Nomenclature würde ich jetzt mal sagen, das ist eigentlich so ähnlich wie eine Partnummer, die sollte sowas, also so ein Teil auch immer haben. Also würde ich die jetzt noch hier ergänzen. Ja, dass wir die auf jeden Fall übergeben müssen. So, und jetzt sehen Sie, die sind jetzt alle unterstrichen, die sind private und keiner benutzt die. Und das machen wir jetzt einfach, da können wir jetzt einfach wieder über Source Generate Getters and Setters die entsprechenden Methoden deklarieren lassen. Jetzt haben wir hier überall Get Part Number, Set Part Number, die hatten wir schon. Dann das Gewicht, das kalkulierte Gewicht, also das berechnete, das angenommene Gewicht, dann die Description. Und jetzt haben wir gesagt, Nomenclature, das ist eigentlich ein Pflichtattribut. Deshalb haben wir es eben auch extra noch in den Konstruktor aufgenommen. Da müssen wir das natürlich auch nochmal untersuchen. Also haben wir hier mal Set Nomen Clature noch rein. Das soll ja von außen gesetzt werden, ne, damit es immer da ist. Und prüfen tun wir es auch. Und da würde ich sagen, das prüfen wir im Prinzip genauso wie eben. Ja, also es darf nicht 0 sein. Den Rest kopieren wir jetzt also einmal da rein. So, also Bezeichnung muss gesetzt werden, darf nicht 0 sein. Und dann machen wir hier unser Nomenclature is empty. Und dann machen wir hier auch Bezeichnung draus. Sie sehen, das ist wieder rot unterstrichen, weil jetzt das Throws fehlt. Ja. Und jetzt haben wir es hier komplett. Ja. Das heißt also, wenn jetzt irgendjemand versucht, uns eine ungültige Bezeichnung unterzuschieben, dann werfen wir eine Exception. Ja. Und wenn wir uns nochmal den Konstruktor anschauen, der Konstruktor erzwingt jetzt die Übergabe von diesen beiden Pflichtattributen und hier in dem Setter wird jeweils geprüft, ob die auch sinnvoll belegt sind. Und wenn nicht, wirft er halt eine Exception und die wird ja dann hier weitergeworfen. Und dann kriegt derjenige, der ungültige Sachen übergibt, entsprechend das über eine Exception angezeigt. So, dann wenden wir uns jetzt mal der Item Instance zu. Das wäre der nächste Objekttyp. Da brauchen wir also auch hier eine Klasse dafür. Also New Class. Die nennen wir jetzt mal Item Instance. So, da ist sie. Was wir da sehen, wir haben im Prinzip nur zwei Attribute. Das eine ist der Instance Name, das ist ein String. Machen wir den gleich mal private, da wollen wir eben noch
Getter- und Setter-Methoden dafür erzeugen. Das ist der Instance Name. Und dann haben wir eine Transformationsmatrix. Die soll ja 4x4 sein, also 16. Gut, als Typ gibt es nur das Array voller Integer. Das nennen wir jetzt mal Transformation. Und dann müssen wir gleich mal beim Zuweisen von der Transformation darauf achten, dass da auch wirklich nur 16 Integer lange Felder reinkommen. Dann legen wir das gleich mal an. Dann ist für den Bedarfsfall schon mal ein Array da. Ja, so haben wir es gleich instanziert und initialisiert in einem. Ja, dann erzeugen wir uns jetzt dazu Getter und Setter. Also unser Source generate Getters and Setters für die beiden. Und dann nichts wie rein. Gut, ich habe es eben schon gesagt. Wieder ein bisschen prüfen. Also erstmal, der Name ist Instance Name, dürfte ja ähnlich geprüft werden wie Nomenclature. Das kopieren wir uns einfach rüber. Ja, also, wenn der Instance Name 0 ist, dann sagen wir, naja, also Verbauungsname muss gesetzt werden, darf nicht 0 sein. Und das gleiche gilt, wenn der leer ist, ne, der Instance Name, dann sagen wir, beziehungsweise dann schmeißen wir eine Exception, dass der Verbauungsname nicht leer sein darf. So, ansonsten hier unten die Zuweisung ist ja reingeneriert worden. Die wäre dann schon mal da. So, auch hier wieder. Wir werfen eine Exception. Da müssen wir also draußen Bescheid sagen, wenn es einer aufruft, dass er gleich sieht, dass da eine Exception draus geworfen werden kann. Gut. Bei dem GetInstanceName, da können wir alles lassen, wie es ist. Das ist, da ist ja gleich das ReturnInstanceName reingeneriert. Gut, dann haben wir hier die Transformation. GetTransformation bleibt auch, wie es ist. Und SetTransformation, habe ich eben schon mal gesagt, da sollten wir vielleicht noch prüfen, ob die Länge die richtige ist. Also erstmal schauen wir natürlich, ob die Transformation einfach 0 ist. Das wäre nämlich auch nicht das, was wir wollen. Dann schmeißen wir nämlich eine Exception. Ja. Throw new exception. Und das schreiben wir mal rein. Positions, nennen wir es gleich Transformationsmatrix. Transformationsmatrix darf nicht 0 sein. Na, das ist ja ungültig. Und dann haben wir gesagt, okay, also was bei dem String, wenn der leer ist, ungültig ist, wäre hier, also wenn die Transformation Länge ungleich 16 ist, dann ist ja auch was faul, ne? Das soll ja eine 4x4 Matrix sein, sind also 16 Integer. Dann schmeißen wir eine neue Exception und sagen Transformationsmatrix muss Elemente enthalten. Ja, schreiben wir gleich mal hin, 4x4. Dann ist klar, was gemeint ist. Auch hier wieder, wir werfen Exceptions. Das Ganze muss deklariert werden. Also hier, throw declaration, das können wir uns generieren lassen. Und dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Also, last but not least, müssen wir uns jetzt noch darum kümmern, dass die Attribute am Anfang, wenn wir die Item Instance instanzieren, vernünftige Werte bekommen. Gut, bei der Transformation hatten wir ja schon gesagt, das ist uns eigentlich egal, die haben wir hier schon mal angelegt, aber ein Name muss her, ein vernünftiger. Ja, und erzwingen tun wir das wie immer
über den Konstruktor. Also Item Instance braucht einen Konstruktor. Der heißt ja genau wie die Klasse. Also Public Item Instance. Sie sehen, der sieht ja genauso aus wie eine Methode, nur er gibt halt nichts zurück. Ne? Und was hatten wir gesagt? Genau, der Instance Name soll hier übergeben werden. Und da haben wir uns ja schon drum gekümmert, dass wenn ein Instance Name gesetzt wird, der auch vernünftig geprüft wird, wenn wir die Methode setInstanceName benutzen. Dann machen wir das mal. setInstanceName, InstanceName. Und dann haben wir hier die Methode. Und Sie sehen, die wird auch gleich dort unterstrichen, weil die ja eine Exception wirft. Dann packen wir hier die addRows-Declaration dran. Und dann sehen wir, wird hier ein Throws generiert. Und dann kann man erkennen, dass da eine Exception geworfen wird. So, und analog zu dem Vorgehen von eben, kümmern wir uns jetzt mal um das Cut-Document. Also auch wieder neue Klasse. Cut-Document. Und das Erste, was da drin steht, ist ja dieses Creation-Date. Da nehmen Sie die Klasse Java .util.date. Das ist das Creation Date. Und da weisen wir gleich mal ein neues Datum zu. Also Java Util Creation Date. Und dann haben wir nämlich da drin automatisch das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit. Das heißt also, wenn jetzt einer ein neues Cut-Dokument erzeugt und es nicht zuweist, das Creation Date, dann ist es die aktuelle Uhrzeit. Das passt ja eigentlich auch ganz gut dazu. So, jetzt drücken Sie gleich mal auf Pause und erzeugen dann einfach mal den restlichen Inhalt vom Cut-Dokument. Wenn Sie zurück sind, dann gehen wir das nochmal gemeinsam durch. So, willkommen zurück. Also, das hatten wir eben schon da stehen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Datum angelegt und wenn man das über diesen Standardkonstruktor erzeugt, dann ist es die aktuelle Uhrzeit. Dann haben wir ein Attribut FileName. Das ist ja analog zu dem Attribut von dem Objekttyp hier unten. Und das ist ein String und das ist private, weil es dafür nachher Getter und Setter gibt. Das gleiche gilt für den Content und die Transformation. Transformation ist analog zu dem, was wir in der Item Instance hatten. Gut, jetzt habe ich gesagt, okay, das Creation Date, das brauchen wir auf jeden Fall, aber da haben wir ja schon was Sinnvolles in der Initialisierung. Und die Transformation brauchen wir auch, die initialisieren wir einfach so. Das heißt, was wir auf jeden Fall von außen noch dazugeben müssen, wenn das Cut-Document anfängt zu leben oder wenn das instanziert wird, ist der Dateiname, also FileName, und der eigentliche Dateinhalt. Gut, und die beiden habe ich jetzt hier mal als Parameter an unseren Konstruktor dran gemacht. Also einmal den FileName als String und dann den Content. Das Ganze wirft eine Exception, weil die beiden Setter, setFileName und setContent, die nochmal prüfen und dann entsprechend, wenn da was schief läuft, eine Exception werfen. Sie sehen es hier drin, weise ich jetzt gar nichts direkt zu, sondern rufe einfach die beiden Setter-Methoden auf. Schauen wir uns die beiden Setter-Methoden mal an, oder im Prinzip das mal alle vier. Also FileName, getFileName ist klar, gibt den FileName zurück. Dann hier setFileName wirft eine Exception, weil der Filename überprüft wird. Die Überprüfung kennen Sie, das ist im Prinzip die gleiche Überprüfung wie bei dem Namen von den anderen Objekttypen, also von den anderen Klassen, wirft eine Exception, wenn der Dateiname nicht gesetzt wird, beziehungsweise wirft eine Exception, wenn der Dateiname leer ist. So, was dann hier noch rein muss, ist FileName gleich FileName. Also das ist ja die Zuweisung, dass dem Attribut FileName hier dieser Parameter übergeben wird. Das ist im Prinzip ja das, was ein Setter tun soll. Gut, das gleiche dann CreationDate, also der Getter ist relativ simpel gehalten, der gibt einfach nur das CreationDate zurück, das Attribut. Der Setter wirft eine Exception, wenn das Erzeugungsdatum 0 ist. Ja, also das ist CreationDate ist 0,
dann wirft er eine Exception. Content ist analog zu oben, wirft den, gibt den Content zurück, prüft beim Setzen, ob der Content nicht null ist, ja, wirft dann eine Exception. Und bei der Transformation ist im Prinzip analog zu dem, was wir bei der Item Instance auch hatten. GetTransformation gibt einfach das Attribut Transformation zurück. Und setTransformation prüft, ob das null ist. Und wenn es nicht null ist, prüft es noch, ob es wirklich 16 Elemente enthält. Und ansonsten ist hier unten wieder die Zuweisung drin. Und das Ganze ist dann gesetzt. So, jetzt haben wir also im Prinzip zu unseren drei Objekttypen, die wir da hatten, so eine Art Rohbau. Ne? Das heißt, wir haben alle Attribute definiert. Wir haben Konstruktoren definiert, die in einen vernünftigen Zustand setzen. Dazu braucht man manchmal Informationen von außen. Die haben wir als Parameter eingeführt. So ist jetzt erstmal, wäre jetzt erstmal das Grundgerüst für unsere Objekttypen da. So, und jetzt sind die ja noch in Relation zueinander stehen. Das heißt, es gibt Relationstypen zwischen den Objekttypen und die schauen wir uns jetzt mal an. So, also nochmal ein kurzer Blick auf unser Datenmodell. Wir haben jetzt hier drei Relationen. Ne? Einmal diese Relation mit den Verbauungen, ne, wo ja die Verbauung in dem Item drin ist. Dann repräsentiert jedes Item Instance ein neues Teil. Ne? Und wir haben hier noch eine Relation zu diesen Cut-Documents, die dann eben die Geometrie beschreiben. Fangen wir mal mit der einfachsten an. Also wir müssen jetzt irgendwie die Relation, ne, fangen wir mit der hier an, nach Java bekommen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir schauen uns jetzt mal eine ganz einfache an. Also wenn das hier eine Item Instance ist, das haben wir ja schon zu einer Klasse gemacht. Ne? Und da ist dann genau ein Item drin. Ne? Dann ist quasi dieses repräsentiert nichts anderes als ein Verweis auf so ein Objekt vom Typ Item. Naja, das wiederum ist nichts anderes als ein Attribut. Das können wir also da direkt einbauen. Also hier in unserem Item Instance soll es jetzt also eine Referenz auf so ein Item geben. Ja, machen wir mal private. So, und das ist jetzt ein Attribut. Und das ist ein Attribut vom Typ Item. Ja, wir hatten ja gesagt, diese Objekttypen, ja, die wir in Java Klassen nennen, die sind ja genauso zu benutzen wie die Typen, die wir vorher kennengelernt haben, die wir die primitiven Typen genannt haben. Also kann ich jetzt sagen, okay, also hier ist ein Item, ja, und das hat den Namen repräsentiert. Ja, das heißt also, ein Item Instance, ja, hier ein Item Instance, repräsentiert genau ein Item. So, und jetzt ist die Relation vom Typ 1. Das heißt, es muss immer 1 geben. Das heißt, an der Stelle müssen wir jetzt dafür sorgen, dass immer auch wirklich ein Item da ist. Und dabei das ja, wenn wir so eine Item-Instance instanzieren, uns nicht einfach ausdenken können, müssen wir das zwingend über den Konstruktor mit da reingeben. So, bevor wir das machen, bräuchten wir jetzt noch einen Getter und einen Setter. Die generieren wir uns jetzt mal eben. Also machen wir das Item eben noch private. Ja, dann generieren wir uns die am besten wieder über Source, das geht am schnellsten. Ja, was fehlt jetzt hier noch? Repräsentiert, wunderbar. So, da haben wir ein Get repräsentiert und ein Set repräsentiert. So, jetzt könnten wir uns mal überlegen, ob das Sinn macht, dass es ein Set repräsentiert in Public gibt. Könnte man sich mal überlegen, aber das wäre wahrscheinlich geschickter, wenn das einfach auch private wäre. Das macht ja keinen Sinn. Ich sage, ich verbaue da was mit einer bestimmten Positionierung und dann das Teil austausche, dann wäre es ja schon geschickter, eine komplett neue Verbauung zu erzeugen. Gut, trotzdem brauchen wir den Setter, weil wir ja auf jeden Fall einmal ganz am Anfang, haben wir eben schon gesagt, über den Konstruktor einmal das repräsentiert setzen wollen. Und da checken wir jetzt einfach mal, dass das auch nicht null ist. Ja, also if repräsentiert gleich null, dann schreiben wir da rein throw new exception, ja,
verbautes Teil darf nicht null, null sein. Na, das ist klar. Das wäre ja schlecht. Ja, also das Konzept Verbauung funktioniert ja nur, wenn man tatsächlich auch einen Teil verbaut. So, und hier wieder unser rot unterstrichen. Wir brauchen eine Throws Declaration. Also irgendwer wirft das hier. So, dann scrollen wir mal eben runter hier zu unserem Konstruktor. Ich bin jetzt hier mal entsprechend erweitert. Ja, es gibt jetzt also hier einen zweiten Parameter. Das Item repräsentiert. Der wirft natürlich jetzt Throw Exception, weil beide von denen Settern hier entsprechend Exceptions werfen. Und dieses repräsentiert wird jetzt einfach über den Setter Set repräsentiert da eingehängt. So, und dadurch, dass ich jetzt hier zwei Parameter habe, erzwinge ich ja im Prinzip, dass man so eine Instance, also so eine Item Instance, nur anlegen kann, wenn man einen gescheiten Namen und ein entsprechendes Teil, das verbaut wird, übergibt. Es gibt ja keine Möglichkeit, am Konstruktor vorbei das Objekt zu erzeugen, und dieser Konstruktor möchte eben genau diese beiden Parameter bekommen. Ja, dann schauen wir mal nach den übrigen Relationen. Also die nächste, die uns interessiert, ist die hier oben. Die ist ja gerichtet, also auch wenn hier dieser Haken ist, der Pfeil, den man sich hier denken kann, zeigt ja in die Richtung, weil die Item Instance ist hier drin enthalten. Ja, das heißt, Item enthält Item Instance, Bauteil enthält Verbauungen von anderen Bauteilen. Und zwar 0 bis n. So, jetzt haben wir gesagt, aus dieser 1 hier wird ein einfaches Attribut. Und hier müssten ja dann mehrere Attribute draus werden. Gut, und mehrere, das kennen wir schon, das ist entweder ein Array oder eine Liste. Ja, Liste ist flexibler, da kann man welche dazu tun, da kann man welche wegtun. Also nehmen wir hier an der Stelle eine Liste. Das heißt, aus diesem enthält wird auch ein Attribut, diesmal an der Klasse, die aus dem Objekttyp Item geworden ist. Und der ist jetzt eben nicht vom Typ Item Instance, sondern der ist vom Typ Liste von Item Instance. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal eine ganz einfache Liste, die wir in diesem Java Utils Paket finden, und probieren das jetzt mal exemplarisch daran durch. So, und dieser einfache Listentyp, den wir da benutzen, der heißt ArrayList. Der liegt im Package Java Util. Den müssen wir uns also erstmal importieren. Import java.util.arrayList. So, das wird importiert. Und dann machen wir uns hier ein Attribut. ArrayList ist ein generischer Typ, also so wie unsere simple Liste aus dem letzten Beispiel. Und das heißt, die kriegt als generischen Typ, also im Prinzip das, was unser Liste-Type war, das, was aufgelistet wird. Und das ist in unserem Fall Item Instance. Ja, das heißt also, wir haben jetzt mehrere Item Instances und die sind in dieser Relation enthält verpackt. So, machen wir das auch mal groß, das ist ein Attribut. Das Ganze ist private, da soll ja keiner was dran machen, da werden wir also gleich noch überlegen, ob wir Getter und Setter brauchen. Was wir auf jeden Fall tun, ja, wir wollen uns ja jetzt, wenn wir damit arbeiten, nicht daran aufhalten, hier irgendwelche Array-Listen zu instanzieren und sonst was, sondern wir können davon ausgehen, wenn ich jetzt zu so einem Item ein Item-Instance hinzufügen möchte, dann soll das ja im Prinzip immer und von alleine gehen. Also machen wir hier direkt so eine Konstruktion rein, dass wir die Item-Instance gleich initialisieren. Ja. So. Ja, das heißt also, jetzt ist die immer da. Sie ist jetzt wieder gelb unterstrichen, weil sie ja noch nicht benutzt wird. So, und jetzt als kleine Regel machen wir dafür nur einen Getter. Ja, wir machen keinen Setter, weil wir wollen ja eigentlich nicht, dass irgendjemand uns die Liste, die wir gerade selbst erzeugt haben, komplett austauscht. Was er machen darf, ist, er darf was in die Liste hinzufügen, er darf was aus der Liste rausnehmen, ja, damit man mit diesen Objekttypen auch arbeiten kann, aber er soll bitte nicht die Liste zerstören. Also machen wir generell für diese Art von Relationen immer nur einen Getter. Ja, der sieht ja so aus, der ist public. Er ist vom Typ ArrayListItemInstance, also im Prinzip das. Er heißt analog zu enthält getArrayList.
enthält und kriegt keine Parameter. Und drin steht einfach nur return enthält. Ja, das ist klar. Ja, das haben wir hier drin. Das haben wir auch immer instanziert. Das wird ja immer ausgeführt. Das heißt, die Liste gibt es. Wenn jetzt jemand get enthält aufruft, kann er an der Liste sofort add aufrufen und kann eine item instance zu dem Item hinzufügen. So, schauen wir uns hier hinten die Relation an. Ne? Die geht von Item zu CutDocument. Und da sehen wir auf der anderen Seite wieder 0 bis N. Da wird also auch wieder ein Array draus oder eine ArrayList. Wir nehmen ja immer lieber Listen, die sind ja etwas flexibler. Und das Ganze heißt beschrieben durch. Ja, dann bauen wir das doch mal in unser Item ein. So, also hier ist unser Item. Wir brauchen ein zusätzliches Attribut. Das machen wir gleich private. Wir wollen ja eh gleich einen Getter und keinen Setter dazu schreiben. Kein Setter deshalb, damit uns da keiner drin rumfuhrwerkt. Und wir werden also eine Liste erzeugen, in die wir cut Documents einspeichern können. Und die heißt beschrieben durch und ist eine ArrayList voller Cut Documents. Und dann kann man die hier direkt verwenden. Sie ist jetzt sofort da. Sie sehen, es ist auch wieder gelb unterstrichen, weil es die ja noch gar nicht, weil die zwar da ist, aber sie ist private und keiner benutzt sie. Und dazu brauchen wir jetzt also noch einen Getter, den wir uns hier über generate getters und setters erzeugen. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was wir also brauchen. Hier get beschrieben durch wollten wir erzeugen, die Setter für die Listen ja nicht, ne, damit keiner dran rumfummelt. Und jetzt haben wir hier ein get beschrieben durch und ein get enthält. Hier werden die Listen direkt instanziert. Das heißt, wenn jetzt jemand so ein Item instanziert, dann hat er automatisch zwei Listen. Eine enthält, in die er Item Instances reintun kann, und eine CutDocument, in die er CutDocuments reintun kann, um all eben diese Verknüpfung von den Objekten zu beschreiben. Fassen wir also nochmal zusammen. Wenn ich ein Datenmodell nach Java übertragen will, dann brauche ich dafür drei Durchgänge, in denen ich das Datenmodell untersuche und entsprechend analog eine Java-Struktur aufbaue. Im ersten Durchgang erstelle ich für jeden Objekttyp, also Object Type, eine Klasse. Die heißt genauso wie der Object Type, so dass man sich nachher wieder drin zurechtfindet. Dann nehmen wir aus dem Object Type die Attribute und erzeugen für jedes Attribut ein entsprechendes Attribut in der Java-Klasse. Ja, und die Attribute in so einem Object-Type, das sind ja entweder unsere primitiven Typen, ja, oder einfache Typen, können wir im Deutschen auch sagen, oder so Dinge wie ein Datum, ne, dann nehmen wir halt das Java Usual Date oder und solche Sachen. Die fügen wir da ein und die machen wir gleich private, ne, weil wir später ja Getter und Setter dafür erzeugen wollen, die wir dann an die Schnittstellenbeschreibung, also an das, was da an Plussen und Minusen in dem Datenmodell steht, anpassen. Dann erstellen wir für jede Klasse einen Konstruktor, der die Attribute auf sinnvolle Initialwerte setzt. Und sinnvoller Initialwert, der kann also globalgültiger sein, dass ich halt sage, ich fange immer mit 0 an. Das kann aber auch sein, dass das eben nicht sinnvoll ist, dass es also eben keinen globalen Startwert gibt. Dann erzeuge ich mir einen Konstruktor, der diesen Startwert als Parameter bekommt. Ja, und dadurch kann ich erzwingen, dass der Parameter immer gesetzt übergeben werden muss, ja, und dass also damit das Attribut immer sinnvoll gesetzt ist. Der Parameter muss ja deshalb übergeben werden, weil es keine Möglichkeit gibt, später ein Objekt, also eine Instanz von dem Objekt zu erzeugen, ohne den Konstruktor aufzurufen. Und wenn der Konstruktor schon verpflichtend diese Parameter hat, ja, dann gibt es eben auch keine Möglichkeit mehr, das Objekt zu erzeugen, ohne diese Parameter oder beziehungsweise ohne die Daten, die in diesen Parametern sind, zu übergeben. Gut, dann erstellen wir Getter und Setter für die Attribute. Das ist klar, ich habe es gerade schon mal gesagt. Und dann
formulieren wir die Setter so, dass immer geprüft wird, ob da ein sinnvoller und oder gültiger Wert reinkommt. Also gültig kann ja ein Wert sein, irgendeine Zahl, aber vielleicht in einem bestimmten Kontext kann sie nicht sinnvoll sein. Und dann werfe ich entsprechend eine Exception, sodass ich sage, also lieber Initiator, so funktioniert es nicht, du hast mir da einen ungültigen Wert übergeben. So, und dann erweitern wir die Klasse entsprechend um die Vererbung aus dem Datenmodell. Vererbung ist im Prinzip, wenn man es aufs Datenmodell überträgt, nichts anderes als auch eine spezielle Art der Relation. Und die bauen wir dann eben mit diesem Schlüsselwort Extends in die Java-Klassen ein. Hier eine kleine Besonderheit, im Datenmodell kann ich ja von mehreren anderen Objekttypen erben, in Java immer nur von einer anderen Klasse. Gut, wenn das fertig ist, dann haben wir ja den Rohbau. Ja, dann sieht das ja schon so ähnlich aus wie unser Datenmodell. Und dann machen wir den zweiten Durchgang. Im zweiten Durchgang untersuchen wir alle Relationen. Ja, und fügen für jede Relation in der Ausgangsklasse ein entsprechendes Attribut ein. So, jetzt kommt es auf die Zielkardinalität an. Wenn die 0 und, oder 1 oder 1 ist, dann ist dieses Attribut, was wir einfügen, vom Typ des Zieltyps. Wir können die ja dann benutzen wie die einfachen Typen, die wir schon kennen. Objekttypen bzw. Klassen kann ich genauso verwenden wie diese einfachen Typen. Und dann bauen wir das einfach ein. Wenn das Ziel sowieso nur eins ist, dann reicht ja ein einfaches Attribut. Wenn es mehrere sein können, also 0 bis n oder 1 bis n, dann brauche ich ja eine Liste, denn dann muss es ja mehrere geben. Und dann baue ich eine entsprechende Liste ein. Wir haben es im Beispiel immer mit dieser ArrayList gemacht. Es gibt noch andere Listen, aber die ArrayList ist für unsere Zwecke ausreichend. Ja, und dann kann es ja noch sein, dass die Kardinalität eine verpflichtende Kardinalität ist. Ja, also, dass es ein Pflichtattribut ist, weil ich es im Datenmodell schon gesagt habe, es macht gar keinen Sinn, dass es das eine ohne das andere gibt. Es macht gar keinen Sinn, ein Objekt Verbauung einzuführen, wenn es das passende Teil dazu nicht gibt. Ne? Die Verbauung von nichts, ne? Haben wir deshalb auch extra mit der Kardinalität 1 belegt. Und dann könnte es auch sein, dass es 1 bis n ist, aber dass da mindestens 1 da sein muss. So, und das heißt, wir haben wieder etwas, was verpflichtend von außen hinzukommen muss. Und da erweitern wir dann wieder die Parameterliste an unserem Konstruktor. Ne? So können wir sicherstellen, dass wenn einer das den Objekttyp instanziert, also ein Objekt erstellt, dass er dieses andere Objekt oder dieses Zielobjekt dann zur Verfügung stellen muss. So, wenn wir damit durch sind und dann auch entsprechend die Getter und Setter für diese neuen Attribute definiert haben, erinnern uns bei den Listen immer nur Getter, damit uns da keiner dran rumfummelt, dann kommen wir zu unserem dritten Durchgang, dem letzten Durchgang, und da können wir eigentlich dann für jede im Objekttyp modellierte Methode eine entsprechende Java-Methode implementieren. Und da wir den Rest ja dann schon komplett fertig haben, können wir dann auch da schon sehr, sehr gut ausprogrammieren, weil die ganzen Attribute gibt es an Objekttypen schon und so weiter. Das heißt, wir brauchen, wir haben nichts, was wir erstmal vermissen. Wir können also sofort drauf losprogrammieren, wenn wir das in dieser Reihenfolge machen, weil ja dann, wenn wir dann anfangen, die Methoden zu implementieren, auch tatsächlich die Getter und die Setter für alle Attribute und für alle Relationen schon da sein müssen. So, jetzt sagen Sie natürlich, ist das nicht ein bisschen wenig an Datenmodell, um so ein Produkt abzubilden? Das hat ja gar keine Varianten. Schauen wir uns mal an, was so eine Variante ausmacht. Also ich habe jetzt hier mal mit diesem roten Kenner ein Auto mit einer anderen Hinterachse. Eine verstärkte Hinterachse. Und dann würde ja die Produktstruktur so aussehen. Ich verbaue also einmal hier wieder diesen Autokasten, das aussieht, dass es oben aussieht wie ein Auto, das Spielzeug. Dann eben diese verstärkte Hinterachse, die wiederum besteht eben aus einer verstärkten Steckachse und zwei ganz normalen Rädern. Und ich habe hier meine Vorderachse drin, ja, die hat auch wieder die zwei Räder verbaut und entsprechend unsere herkömmliche Steckachse. Ja, die Produktstruktur von unserem Ausgangsauto, das ist ja, habe ich jetzt mal hier mit dem blauen Wähler gekennzeichnet, ist ja die, die wir schon kennen. Ja, wir haben also hier wieder unsere Kiste
und dann eben zweimal die Komplettachse, die eben einmal die normale Steckachse und jeweils zwei Räder enthält. So, das heißt also, wenn wir jetzt überlegen, wie das aussehen würde, wir könnten jetzt sagen, wir machen im Prinzip, das nennt man dann 150% Struktur des gesamten Autos. Ja, das heißt, ich habe hier, Sie sehen es, ich habe die jetzt hier schon mal farblich gekennzeichnet, aber Sie sehen, ich habe jetzt in diesem Auto drei Achsen verbaut. Ja, und hier unten, also einmal die verstärkte und zweimal die normale Achse. Ja, und Sie sehen, jetzt gibt es hier, habe ich jetzt als Merkmal A definiert, diesen roten Wähler. Also wenn ich jetzt hier sage, das ist mein Auto in der Variante rot, dann wählt er eben ganz normal hier diese Kiste aus, dann eben die verstärkte Hinterachse und eben die normale Achse. Und dann gibt es hier eben eine Instance, die wird überhaupt nicht ausgewählt, ne? Die wird nicht verbaut. Sonst hätte das Auto ja auch drei Achsen, die Variante hat aber eben nur eine Achse. Gut, das gleiche machen wir mit dem B. Wir nehmen wieder unsere volle Struktur mit allem, mit allen verbauten Teilen, die auch alle an der richtigen Stelle liegen, wo sie eingebaut würden, wenn sie ausgewählt werden. Jetzt habe ich das mal mit dem Merkmal B gemacht. Hier dieser blaue Kreis. Dann sehen Sie, wird das ausgewählt und eben die beiden Achsen, wie wir es schon kennen. Das wäre jetzt im Prinzip die Konfiguration des Produktes in dem B. So, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann würde sich also ergeben, dass es hier etwas gibt, nennen wir es mal ein Konzept, nämlich das Konzept Merkmal. Ja, das gibt es jetzt in diesem Beispiel zweimal. Und das muss ich jetzt irgendwie mit meiner bisherigen Produktstruktur verbinden. Gut, was klar ist, es gibt also eine Verbindung zu dem Produkt, in dem dieses Merkmal überhaupt vorkommt. Also die Produktebene, sage ich jetzt mal. Also in dieser Baugruppe gibt es offensichtlich Änderungen, wenn dieses Merkmal ausgeprägt ist. Weil dann wähle ich ja für den roten dieses und das hier einmal aus. Und es gibt auch offensichtlich Änderungen bzw. Auswahlen, wenn das blaue ist. Habe ich hier gekennzeichnet durch diese Relation. So, und das heißt, ich brauche dann noch Relationen zwischen diesen Verbauungen, das sind ja unsere Verbauungen von eben, und diesen Merkmal. Das heißt also, es gibt also ein Merkmal rot und das wählt aus, hier diese Hütte, diese Achse und diese Achse. Und dann gibt es ein Merkmal blau und das wählt aus die Hütte, diese hier nicht, aber eben hier zweimal die Achse, die Standardachse, einmal als Vorderachse, einmal als Hinterachse. Und gültig ist das Ganze hier oben eben im Kontext von dieser Gesamtbaugruppe. Also hier unten in diesem Kontext gibt es jetzt keine Konfiguration von diesem Merkmal. Dementsprechend werden dann auch alle Verbauungen ausgewählt. Das macht ja auch Sinn. Die Achse hat immer die zwei Räder und immer diese Steckachse. Also hier zweimal das Rad, einmal die Steckachse. Und diese Achse hat immer die verstärkte Steckachse und die beiden Räder, links und rechts. So, das wäre jetzt also im Prinzip das gesamte konfigurierte Produkt. Was wir jetzt also brauchen, ist irgendwie eine Möglichkeit, diese Merkmale abzulegen und dann entsprechend hier eben den Baugruppen zuzuordnen, in denen sie gültig sind und dann eben hier diese Auswahlrelation. So, wenn wir jetzt also unser neues Konzept mit dem Merkmal mal auf unser Datenmodell übertragen, dann ergibt sich ja hier ein neuer Objekttyp. Also es gibt also ein Konzept des Merkmals. Und das ist verknüpft einmal natürlich mit den Item Instances, die es auswählt, also denen, die verbaut werden sollen, und mit den Items, also die Baugruppe bzw. die Ebene in der Produktstruktur, in der diese Charakteristik gültig sein soll. Zusätzlich habe ich jetzt hier nochmal so eine Konfiguration eingeführt, weil man ja zum Beispiel sagen möchte, als Konfiguration, ich möchte das Fahrzeug für den englischen Markt, das besteht ja dann aus mehreren Merkmalen, die eben dann zu so einer Konfiguration zusammengefasst werden können. Ja, je nachdem, welchem Unternehmen das ist, heißen die natürlich immer ein bisschen anders. So, hier gibt es jetzt ein paar Kardinalitäten, die ich vergeben habe. Also ein Merkmal kann in mehreren Baugruppen gültig sein. Das sehen Sie hier. Also mindestens mal in einer. Ja,
Aber es kann ja sein, dass Sie auf einer anderen Ebene der Produktstruktur noch eine andere Auswahl treffen wollen. Und eine Baugruppe kann, ne, muss aber nicht durch mehrere Merkmale beschrieben sein. Das ist das 0 bis N hier. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt eine Baugruppe habe, die immer gleich ist, weil ich das vielleicht zukaufe, das Teil oder so, dann ändert sich natürlich auch entsprechend nichts. Dann gibt es auch keine Merkmale, die ich auswählen kann, also keine Charakteristik. Das bleibt also immer gleich. Dann schauen wir auf der anderen Seite. Ein Merkmal kann mehrere Verbauungen auswählen, ist auch klar. Das heißt, in unserem Beispiel wählt ja das Merkmal Auto mit verstärkter Hinterachse, wählt aus, dass, ja, sag mal, die Box oben auf dem Auto und eben die verstärkte Hinterachse und die nicht verstärkte Vorderachse. Ja, und umgekehrt bei dem anderen werden ja dann eben die Box und die zwei normalen Achsen ausgewählt. Das heißt also, hier kann ich jetzt also mehrere Verbauungen auswählen. Ja. Umgekehrt kann so eine Verbauung natürlich auch von mehreren Merkmalen ausgewählt werden. Also zum Beispiel unsere Box. Ja, die ist ja in beiden Autos drin und immer gleich. Ja. Das heißt also, sie wird ausgewählt von zwei Charakteristiken. Gut, und bei den Konfigurationen ist es so, wenn ich so eine Konfiguration habe, dann muss sie mal mindestens ein Merkmal enthalten. Ne, kann aber mehrere enthalten, deshalb steht hier 1 bis N. Und so eine Charakteristik kann in so einer Konfiguration verwendet werden, muss aber nicht. Es können aber mehrere Konfigurationen sein. Ne? Das heißt, so was weiß ich, das Auswählen von irgendeinem bestimmten Schalter ist für den englischen Markt und für den amerikanischen Markt, aber eben nicht für den europäischen Markt. Das kann man hier entsprechend, könnte man ja hier entsprechend so anlegen. Ja, Sie sehen also, wir können jetzt verschiedene Dinge als Objekttypen und dementsprechend dann später auch als Objekt darstellen. Nämlich einmal, sagen wir mal, reale Dinge, ne, Bauteil, eine Baugruppe, aber eben auch ja, Dinge, die wir so als Konzept begreifen würden, also eine Verbauung oder eben ein Merkmal. Ne, das sind ja Dinge, die können Sie erstmal so nicht anfassen. Das sind erstmal gedachte Dinge. Ja, für beides, also einmal für die realen Dinge, aber auch für abstrakte Dinge, können wir entsprechend Objekttypen definieren und später die dann eben auch als Objekte instanzieren. So, schauen wir uns mal die Hausaufgabe an. Also, erstellen Sie die notwendigen Klassen für eine Produktstruktur ohne Konfiguration in Java, also das, was wir vor den Überlegungen zur Konfiguration implementiert haben. Implementieren Sie da auch jeweils sinnvolle Getter und Setter, na, so wie ich es gerade eben vorgeführt habe, die auch überprüfen, ob die übergebenen Werte sinnvoll sind. Dann fügen Sie auch die Konstruktoren ein, so wie wir es eben vorgeführt haben, und verwenden dabei bitte die schon implementierten Setter, ja, so dass wir im Prinzip diese Prüfung nicht im Konstruktor und im Setter haben müssen, sondern eben nur im Setter. Und dann schreiben Sie mal ein einfaches Hauptprogramm, das Beispielauto instanziert. Ja. Hinweis, wenn Sie mehr als 5 Instanzen von Item haben, also wenn Sie mehr als 5-mal New Item schreiben müssen, dann ist irgendwas faul, ne? Weil wenn wir mal einen Blick auf unser Auto werfen von eben, dann sehen wir ja, aha, also das ist im Prinzip einmal das ganze Auto, dann die Box, dann die Achse, dann die Steckachse und dann das Rad. Ja, dadurch, dass das mehr Teile sind, später im Produkt, ergibt sich ja im Prinzip erst durch die Verbauung. Das heißt also, wenn Sie mehr als 5-mal Item schreiben, dann ist irgendwas mit Ihrer Lösung nicht so ganz sauber. Gut, Fragen dazu klären wir dann im Plenum. Da können wir dann, glaube ich, gleich direkt einsteigen in die Materie. Und dann sehen wir uns eben zur Vorlesungszeit im Plenum.